Hallo meine Lieben, na, alles gut bei euch? Guten Morgen von meiner Seite. Bei euch ist es jetzt mitten im Tag, bei uns ist ja 8.20 Uhr. Deswegen habe ich auch ein Käffchen am Start, bin noch nicht so ganz fit, ne? Ja, absolutes Spontanvideo und wir machen heute eine Kombination aus allem, so ein bisschen. Erst quatsche ich mit euch, dann machen wir ein Unboxing und dann zeige ich euch auch noch meine Herbstdeko. Ja, da haben jetzt nämlich einige gefragt, ah Mutti, kannst du uns mal deine Halloween-Herbstdeko zeigen? Halloween-Deko gibt es bei mir nicht, ich bin kein Freund von Halloween. Gestern Abend habe ich auch wieder gelernt, warum. Ich mag Halloween einfach nicht, das ist nicht meine Zeit. Für Kleinmäuschen mache ich das natürlich. Da haben wir jetzt am Wochenende haben wir auch Kürbisse gecarved, ja, also so Gesichter reingeschnitten. War das erste Mal, dass ich das gemacht habe. Normalerweise ist das Schatzis Aufgabe. Aber wir waren am Wochenende unterwegs. Ich habe sie zu einem Pumpkin Patch mitgenommen. Da kann man sich die Kürbisse halt aussuchen, ja. Und da haben wir auch echt einiges gelernt, denn ich wusste zum Beispiel nicht, dass es blau-graue Kürbisse gibt und rosane Kürbisse und wirklich von Idi-Bidi bis, ja, also da war alles dabei. Und da haben wir uns ein paar Kürbisse ausgesucht und die haben wir jetzt am Wochenende eben, ne, gecarved, also so Gesichter reingebollert. Und das ist dann aber auch das größte der Gefühle, was jetzt so Halloween angeht. Ne? An Halloween machen wir dann natürlich hier noch Trick or Treat. Also da macht ja die komplette Community mit. Und Kleinmäuschen ist dieses Jahr Wonder Woman. Ja, das hat sie mir jetzt ein Jahr lang erzählt oder uns. Und jetzt habe ich vor 2-3 Wochen habe ich ihr das Kostüm gekauft. Und dann kriegt sie auch noch eine Perücke dazu und sie ist ganz aufgeregt, ja? So, aber zu dem Thema Herbst, Halloween-Deko, nein, gibt es bei mir nicht. Also ich liebe Kürbisse und alles so mit Rot, Orange, Braun, das werdet ihr dann nachher auch sehen. Und schön mit Blättern und so, also herbstlich einfach, ja? Bei uns war es jetzt heute Morgen auch ein bisschen frisch, deswegen hatte Mutti einen Pulli an. Kommt ja hier in North Carolina nicht ganz so oft vor. Und wenn es dann ein bisschen frischer ist, dann nutze ich die Gelegenheit und ziehe mich gleich mal dick an. Ja, also dass ich heute Morgen nicht noch einen Schal drüber gebollert habe, war alles. Aber ja, meine Herbstdeko zeige ich euch dann nachher noch. Dann kurze Geschichte, ja, Storytime, ihr liebt es ja. Meine Stories von der Arbeit. Um euch einfach nochmal zu zeigen, warum eine Mutti kein Halloween mag. So, ich habe gestern Abend gearbeitet, also ich arbeite ja abends eigentlich nicht mehr. Ich habe jetzt aber eine Babysitterin für Lauren gefunden. War ein ganz großer Zufall, das ist eine junge Frau, die hat hier auf der Community gelebt vor ein paar Monaten. Also ihre Mutter, die lebt hier auch noch. Und die ist dann aber umgezogen, weil sie aufs College gegangen ist. Und durch Rona Tona, ja, ist das jetzt halt alles anders. Und jetzt ist sie wieder hier. Und vor ein paar Wochen sind wir uns ineinander gelaufen. Haben wir uns wieder gesehen. Auf dem Spielplatz. Da drüben. Ja. Und da hat sie gemeint, oh, und wie geht's euch? Und da habe ich gemeint, ja, mein Mann ist halt deployed und so. Und da hat sie gemeint, echt? Wenn du irgendwie was brauchst, sag Bescheid. Und ihr Name ist Jaden. Und Jaden war, wie sie noch hier gelebt hat, die Babysitterin. Ja, also jedes Ehepaar, das irgendwie mal eine Date-Night haben wollte, hat Jaden angerufen, weil sie das einfach ganz, ganz toll macht. Dann ist sie ja, wie gesagt, umgezogen. Und ja, dann bin ich jetzt vor ein paar Wochen in sie gerannt. Und dann hat sie das angeboten. Da habe ich gedacht, können wir mal ausprobieren. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja, jetzt hast du schon einen Babysitter, dann mach doch mal was Gescheites, ja, geh doch mal mit deinen Mädels weg oder so. Nein. Ich liebe es, abends arbeiten zu gehen.
Da ist einfach mein Geld, ja, das sind meine Drivers, die ich jetzt sehr lange nicht gesehen habe. Es ist abends einfach eine ganz andere Atmosphäre, wie tagsüber arbeiten zu gehen. Und ja, Tatsache war es auf jeden Fall, dass Johann gefragt hatte, ob ich eventuell abends kommen könnte. Und dann habe ich Jaden angerufen, habe gefragt, ob sie Zeit hat. Und dann hat sie gemeint, ja, ist kein Ding. Und somit bin ich gestern Abend arbeiten gegangen, ja. War Gaudi ohne Ende, bis ich mich dann wieder mal zum Vogel gemacht habe. Also das kann ich ja gut. Ich kann nicht viel gut, aber das ist sowas... Ich müsste ja eigentlich auf diese Halloween-Kacke müsste ich ja vorbereitet sein, ne? Weil jedes Haus ist geschmückt, irgendwie springt einem eine Hexe entgegen oder sonst was. Aber ich war dann schon müde, also es war relativ spät dann, es war 9.30 Uhr, es war meine letzte Lieferung. Und die ging hoch zu Carolina Lakes, ja, also das ist ein ganzes Stück raus und da ist es auch sehr dunkel und, ne? Auf jeden Fall komme ich an ein Haus und sehe eben null Halloween-Deko. Hab mir also absolut nichts dabei gedacht. Ich fahre an das Haus, alles dunkel, also auch keine Lichter irgendwie an im Haus und park mein Auto und nehme meine Lieferung und lauf an das Haus ran und klingel und hab hier meine Tasche und in dem Moment, wie ich klingel, fällt mir etwas auf meine Liefertasche, ja? Und ich guck runter und es war so eine große Spinne. Leute. Ich habe meine Tasche fallen lassen. Ich bin gerannt. Ich habe gebrüllt, ja? Ich bin in dieses Auto rein und bin losgefahren. Ich bin losgefahren. Das war mir scheißegal, ob ich meine Liefertasche wieder zurück ins Geschäft mitbringe. Also könnt ihr behalten. Also in diesem Moment, ich habe 2 und 2 überhaupt nicht zusammengezählt, dass es irgendwie Halloween sein könnte. War mir scheißegal. Ich habe geklingelt, mir fällt was auf die Tasche und ich sehe so einen schwarzen Fleck und so eine Spinne halt. Ja, also man hat es dann in diesem Schatten, hat man das dann erkannt, ne? Die Füße und es gibt ja so große Spinnen, Chatterlines, also da braucht ihr mir jetzt nicht kommen mit, ja, sowas gibt's ja gar nicht, doch, sowas gibt's, hab ich schon gesehen. So, und nachdem ich eben an diesem Haus nichts Halloween-related gesehen hab ich halt gedacht, das ist eine echte Spinne. Ja, und bin gerannt. Hab meine Tasche fallen lassen, bin gerannt, hab mir gedacht, scheiß aufs Trinkgeld, brauchst du nicht. Bin ins Auto und bin losgefahren. So. Und dann bin ich im Geschäft angekommen und lauf rein und natürlich hat die ganze Gruppe gekrölt und gebrüllt, weil der Kunde angerufen hat. Ja. Es gibt ja diese Kameraklingeln, ne? So, also du läufst ans Haus ran und dann ist da so ein Sensor und dann fängt diese Klingel, also da ist eine Kamera drin, fängt die Kamera an zu recorden. Einfach, dass man sieht, wer kommt da an mein Haus und was will die Person und so. Und das war bei mir eben auch der Fall. Und somit bin ich auf Kamera, ja. Würde mich auch nicht wundern, wenn man mich hier irgendwo auf YouTube sieht. Und bin dann also in den Laden reingelaufen und jeder hat schon gekrölt und gebrüllt, ja, weil der Kunde angerufen hat, um zu fragen, ob er die Tasche behalten kann. So, Johann wollte dann natürlich wissen, was da jetzt der Fall war. Dann habe ich gemeint, ja, da war eine Riesenspinne und ich habe Angst gekriegt und, ne, so. Und bin dann halt über den kompletten Garten gerannt und ins Auto. Also ich bin nicht mal so rumgedreht, dass ich über die Driveway zurück ans Auto bin. Nein, ich bin übers Gras bin ich gerannt. Habe gebrüllt, das so im Nachhinein, ja, kann ich mich daran erinnern. Und bin dann zurück ins Geschäft. Ja, also mich hat weder das Trinkgeld interessiert, noch meine Liefertasche. Der Kunde hat dann aber gesagt, also er arbeitet bei uns in der Nähe, er würde heute vorbeikommen und würde die Tasche abgeben. Ja, also
So viel zum Thema Halloween, Jet Alliance. Ich mag kein Halloween, okay? Und ich finde sowas auch überhaupt nicht lustig. Wenn ich euch das Essen bringe und ihr shock the shit out of me, ja? Weil ihr das lustig findet mit Spinnen und so. Mag ich nicht. Hätte da so ein Typ gehangen, ja? Hätte ich mir gedacht, ja, Halloween, ja? Aber geklingelt, ich merke was auf meiner Tasche, ich guck, schwarzer Fleck, guck nochmal, Füße. Ah! I lost my shit, I started running and that was it for me. So, also, Halloween, haben wir abgeklärt, ne? Brauche ich nicht. Ansonsten, was kann ich euch erzählen, ohne dass ich hier jetzt emotional werde und anfange zu heulen? Meine Mama kommt. Meine Mama kommt, ich habe das Ticket gebucht und zwar für den 6. November. Ist also nicht mehr lange. Und Mama wird bis zum 31. Januar wird sie bleiben. Ja, also, sie ist hier für Kleinmäuschens Geburtstag. Sie ist hier für Weihnachten. Sie ist hier für Neujahr. Und sie wird zu meinem Geburtstag hier sein. Ja, ich weiß nicht, wann ich das letzte Mal meinen Geburtstag mit meiner Mama gefeiert habe. Das ist Ewigkeiten her. Und Worte können überhaupt nicht ausdrücken, wie sehr ich mich auf meine Mama freue. Es ist einfach, ich kann es nicht ausdrücken. Ja, also wie ich das Ticket gebucht habe, ich war mit der Dame am Telefon, mir sind richtig die Tränen runtergelaufen. Sie hat dann irgendwann gefragt, are you okay, ma'am? I said yes, I'm going to see my mommy. Bisschen durch, ja? So, also dass ihr da Bescheid wisst, meine Lieben, Mama kommt. Jetzt hoffen wir natürlich, dass sich die Borders, ja, dass sich das auch wirklich alles öffnet. Also es wurde ja gesagt im November, aber es wurde jetzt noch kein fester Tag released, ja. Aber wir sind da jetzt mal positiv, was das Ganze angeht. November 6. November. Und Tatsache war nämlich auch, dass ich jetzt die letzten Tage hier immer geschaut habe nach Tickets. Und ich mir gedacht habe, ja komm, wartest du bis Ende Oktober. Bis dahin ist wahrscheinlich dann auch alles sicher und die Daten sind raus und ne, so. Und dann habe ich, was haben wir denn heute? Donnerstag, am Montag war es dann, glaube ich, habe ich mittags nochmal geguckt, weil ich habe auch immer nach dem besten Flug geguckt, ja, mit Verbindung und wie lange hat sie. Und plötzlich stand dann da nur noch 7 Tickets verfügbar. Da habe ich natürlich Panik gekriegt. Und war aber auf der Arbeit, konnte also das Ticket jetzt nicht buchen. Und bis ich abends zu Hause war, war nur noch ein Ticket übrig für diesen gewissen Flug. Und da ich sowieso noch eine Frage hatte, habe ich gedacht, komm, rufst du bei der Airline an. Und das war dann auch tatsächlich das letzte Ticket für diesen Flug. Ja, so, die Dame am Telefon hatte mir dann nämlich erklärt, ja, die Leute, die buchen jetzt die Tickets und buchen dann lieber um. Im Fall, wenn jetzt also doch noch wirklich irgendwie was kommen sollte, wie gar kein Ticket zu haben. Ja, also wenn man dann umbuchen müsste, dann muss man wahrscheinlich irgendeine Gebühr oder was bezahlen. Die machen ja mit allem Geld, ne? Chatzlein, sind wir mal ehrlich. Aber mir ist es dann auch lieber, ein Ticket zu haben und im Fall, wenn was wäre, einfach umzubuchen und dann 100, 200 Dollar extra zu zahlen, aber trotzdem noch diesen Platz zu haben, wie gar kein Ticket, ne? So, haben wir jetzt verstanden. So, Mama kommt. November 6., wenn alles gut läuft und bleibt bis 31. Januar. Ich freue mich. Und bevor jetzt die ein oder andere wieder schreibt, ja, gibt es dann Videos? Ich weiß es nicht. Wir müssen schauen, ob wir Lust haben, ob wir Zeit haben, ob wir... Ne? Gucken wir mal. So. Ansonsten ist bei mir ein Paket eingeflattert, von dem ich überhaupt keine Ahnung hatte. Wobei, so stimmt es auch nicht. Mein Mann fragt mich seit 5 Tagen, ob bei mir was angekommen ist. Und jeden Tag habe ich geschaut. Und jeden Tag war da nichts. Und er hat mir aber auch nicht gesagt, was es ist. Er hat nur gemeint, es ist einfach
es wäre für mich, er hätte mir etwas bestellt. Einfach als kleines Danke, weil ich das alles so toll mache. Ja, also wir schicken uns ja ständig irgendwelche Care-Packets und Geschenke und sonst was. Würden wir das nicht machen und würden uns das Geld sparen, könnte sich jeder das kaufen, was er will. Ne? So, aber man freut sich ja über Pakete. Hatte jetzt überhaupt keine Ahnung, was mich erwartet, wie groß, wie klein, was auch immer. Und heute Morgen bin ich doch dann tatsächlich über dieses Paket gefallen, wie ich Klein Mäuschen in die Kita gebracht habe. Und lauf die Türe raus, weil wir waren ja gestern Abend mit dem Hund laufen. Ja, so um 7 Uhr, 7.15 Uhr. Bin also auch durch die Haustüre wieder rein. Natürlich, also wir klettern ja nicht durchs Fenster. Und da war nichts. Also muss das Paket sehr, sehr spät gekommen sein oder sehr, sehr früh heute Morgen. Aber das kann ich mir nicht vorstellen. Also das muss gestern Abend muss das noch gekommen sein. Und da ich jetzt nicht damit gerechnet habe, dass da ein Paket vor meiner Türe steht, bin ich natürlich drüber geflogen. Ja? Dass man das aber auch genauso vor die Haustüre stellt, dass man da überhaupt keine andere Wahl hat, als drüber zu fliegen. Man hätte es ja ein bisschen nach rechts oder ein bisschen nach links. Morgens, ja, ich sehe da noch nicht viel. Ich kriege noch nicht viel mit von der Welt. Ne? Deswegen auch Sturmfrisur und so. Zack, zack, fertig machen, Kind in die Kita, zurück, Haushalt, Hund, ne? Was man dann eben so alles macht. Hatte wahrscheinlich einen Schluck Kaffee im Körper. Das ist ja nichts im System. Ne? Also bevor ich hier nicht meine zweite volle Tasse habe, nicht ansprechen. Jetzt Alliance. Könnte gefährlich werden. So. Ja. Freue ich mich über das Paket. Das weiß ich nicht. Ich weiß, von wem es ist. Also, Schatzi hat es bestellt. Jetzt steht da der Name drauf. Und wer meine Videos kennt, also ihr wisst es, ich bin ein Wachs-Junkie. Ja? Ich liebe Düfte, Wachs, da könnte ich, da geht mir dezent einer ab. Heute übrigens unten Sensi, Cashmere and Corduroy. Corduroy? Gesundheit. Dankeschön. Excuse me. So, Hände sauber machen. Bisschen Desinfektion. So, jetzt habe ich euch aber vor, ist schon Ewigkeiten her, habe ich euch erzählt, dass ich kein Goose Creek Fan mehr bin, weil Goose Creek, die Wax Melts, einen sehr starken Eigenwachsduft für mich haben. Könnt ihr euch daran noch erinnern? So. Ich meine auch, dass ich das Schatzi erzählt habe, aber das muss an ihm vorbeigegangen sein. Denn ich habe ein Paket. Hier oben ist die Auflistung drauf. Ja, ich habe noch nicht drauf geschaut, aber es ist sehr, sehr viel. Ich weiß jetzt nicht, ob da Kerzen drin sind, also ich weiß, es sind Wax Melts drin, aber ich wollte da jetzt nicht so, ich wollte mich mit euch überraschen lassen. Versteht da? So. Natürlich freue ich mich, ja, über die Geste, klar, aber wie gesagt, ich habe so ein bisschen Probleme mit Goose Creek. Einfach. Also es hat eine Zeit gegeben, da habe ich Goose Creek gefeiert ohne Ende, weil die Duftabgabe fantastisch war. Aber irgendwann gab es Düfte, die mal meine Lieblingsdüfte waren. Und nicht mal die haben mir mehr gefallen, weil ich einfach eine Wachsnote wahrgenommen habe. So, natürlich hängen wir jetzt überall mal den Rüssel ran. Ne? Freuen uns auch ganz arg über die Geste. Weil Schatzi hat es ja gut gemeint. Und hoffen einfach mal, dass da jetzt was dabei ist, was mich zum Jubeln bringt. So, also wie ihr seht, noch nicht mal aufgemacht. Huch, Jesus. Ja, so.
Mir kommt hier schon ein guter Duft entgegen. Wir haben... Okay. Also, eine Box gefüllt mit Wax Melts. Seid ihr bereit? Da das jetzt so viele sind... Sind da Kerzen dabei? Nein, da sind keine Kerzen dabei. Gebe ich euch jetzt nicht eine große Duftbeschreibung ab. Ich sag einfach gut oder nicht gut. Ja, und lass euch auch wissen, ob ich eine Wachsnote wahrnehme. Ja, ist ja schon süß von Schatzi, ne? Muss man ja schon sagen. Ich meine, dass ich ihm gesagt habe, Goose Creek ist nicht mehr so meins, aber Männer, die hören nicht immer zu. So, ich bin gespannt. Carnival Cake, ja, das ist wahrscheinlich frittierter Teig. Für alle die das Duftige jetzt nicht interessiert und die einfach nur noch die Herbstdeko sehen möchten, schreibe ich euch hier unten irgendwo hin, ab wann das losgeht. Ja, so, übrigens, ja, wieder lange Nägel drauf. Ich bin im letzten Video, bin ich gefragt worden, ob ich krank bin, weil ich meine Nuttennägel nicht mehr drauf habe. Nein. Jetzt haben wir sie wieder, ist alles gut. So, also, Carnival Cake. Steht da irgendwo? Nee, keine Duftbeschreibung. Also, seid ihr ready? Upala. Gucken wir mal, ob wir die rausbekommen. Ja. Keine Wachsnote. Sehr süß. Leicht zimtig. Ganz leicht. Und frittierter Teig. Schöne Wachsfarbe übrigens. So ein leichtes Pastell-Aprikot. Ja, kann man machen. Kann man machen. Carnival Cake. Alter, hat der alle bestellt? Da muss es irgendwie ein Sale oder was gegeben haben. Ich frage ihn nachher mal. Cherry Cobbler. Ein Kirschauflauf. Ich liebe Kirschdüfte, aber nur, wenn die Kirsche nicht nach Marzipan riecht oder nach Hustenmedizin. Also bei Kirsche bin ich sehr eigen. Oh. Oh. Also manche kommen nicht ganz so leicht raus. Okay, also hier unten kommt so leicht medizinische Kirsche durch. Ich rieche da jetzt aber auch gar nichts von dem Streusel, von der Teig-Situation. Also das ist einfach sehr süß. Ja, muss man mal warm testen, aber keine Wachsnote. Wann war denn das letzte Mal, dass ich Goose Creek also selbst bestellt habe? Das ist Minimum 1,5, 2 Jahre her. 1,5, wenn nicht noch länger. Also 1,5 Jahre auf alle Fälle. Und ich habe jetzt auch sehr, sehr lange kein Goose Creek mehr gedüftelt, weil ich einfach nichts hier hatte. Vielleicht hat sich meine Nase regeneriert, ja? Also das ist ja ganz oft bei uns Düftlern, dass man Düfte gar nicht mag und dann ein paar Wochen, Monate später riecht man denselben Duft nochmal und denkt, oh, so kacke ist der gar nicht, ja? Also vielleicht musste sich dann meine Nase regenerieren. Oder Goose Creek hat etwas an der Formulierung geändert. Man weiß es nicht. Aber das war jetzt hier Nummer 2 von 316 oder so. Jelly Donuts. Ich liebe ja so Bakery-Düfte. Oh. Oh, der ist schön. Oh. Oh ja. Man riecht den Donutteig und man riecht, ich glaube, das ist eine Himbeermarmelade. Oh, der ist schön. Der gefällt mir sehr gut.
Auch keine Wachsnote. Erinnert mich ein bisschen an Bath & Body Works Wild Raspberry Donuts oder so. Habe ich auch unten. Würde auch farblich passen. Der ist schön. Menschenskinder, wo soll ich die denn alle hinmachen? Angel Food Cake. Angel Food Cake, das war ein Favorite. Also das ist nicht das erste Mal, dass ich den jetzt rieche. Den finde ich sehr schön. Ja. Oh, ich liebe diesen Duft. Da ist Birne mit drin und ein heller Kuchenteig. Oh, da kann ich mich auch dran erinnern, das war ein richtig starker Thrower. Ja, also da ging die Luzi. Oh ja. Oh, ist der schön. Ja, ich habe jetzt, wie gesagt, unten schon Sensi. Also ich habe meine Warmers heute Morgen sauber gemacht und neu befüllt. Also bei mir geht unten nichts mehr. Je nachdem, was mir hier jetzt entgegenkommt, gucke ich mal. Vielleicht hier oben, ne? So. Oh, guckt euch mal das Bild an. Snuggle with me mit einer Katze unter der Decke. Oh, das ist ja süß. Ja, da gehe ich jetzt mal von so einem Kaschmirduft aus. Interessant. Hat was Maskulines? Nee, also ist jetzt für mich nicht so der, dieser typische, warme, cozy Kuschelduft. Der ist interessant. Der hat fast schon was Frisches, Aquatisches mit einem Touch maskulin. Ja, muss man mal gucken. Aber das Bild finde ich, oh, für die ganzen Katzenlovers, oh, da geht einem das Herz auf. Schatzi, Schatzi. Sunflower Daydream, da meine ich, den habe ich auch schon mal gehabt. Ich glaube, der hat mir alle Wax Melts bestellt. Menschenskinder. Ja, der kommt mir bekannt vor. Sehr floral. Ja gut, man hat eben auch eine Sonnenblume vorne drauf. Wobei Sonnenblumen, finde ich, haben jetzt gar keinen Duft. Aber es ist ein floraler Duft. Leicht frisch. Ja. Also 1, 2, 3, 4, 5, 6 Stück und noch keine Wachsnote. Falling Leaves. Das sind ja so Düfte, liebe ich in der Herbstzeit. So nasses Laub, finde ich toll. Da rieche ich gar nichts. Müssen wir mal gucken, ob man am Popo unten was riecht. Ja. Kleinen Moment. Wachs weggeschmissen. Alte Frau am Start. Kommt nicht raus. Jetzt. Leicht zimtig. Ist ein sehr, sehr leichter Duft. Apfel. Ja, ist so ein typischer Leaves-Duft. Ne? Also da gibt es ja auch den berühmten Leaves von Bath & Body Works. Und von Sensi haben wir auch einige. Na, der Autumn Road Trip, der könnte so ein bisschen in die Richtung gehen. Leicht hölzern, apfelig, nasses Laub. Ja, ist sehr, sehr leicht, aber vielleicht wird der stärker, wenn man ihn dann warm hat. Oh, Balsam Fir, ich liebe
Balsam Fir. Ja. Oh mein Gott. Also, wenn ihr Balsamdüfte mögt, ja, und dieses Frische, was euch so in die Nase steigt, finde ich, hat Goose Creek mit einen der schönsten Balsam Fir Düfte, der mich auch sehr an Bath & Body Works erinnert, aber den von Goose Creek finde ich schöner. Weil hier habt ihr mehr Balsam und bei Bath & Body Works habt ihr mehr Fir, also mehr hier habt ihr noch mehr Grün. Ich weiß gar nicht, wie ich das beschreiben soll, aber das war zum Beispiel einer der Düfte, auch wie ich bei Goose Creek diese Eigennote an Wachs gerochen habe. Balsam Fir war einer, ich glaube, der war für mich immer schön. Oh, ich liebe so grüne Tannen, Balsam-Düfte, egal ob im Wohnzimmer oder im Badezimmer. Oh, finde ich spitzenmäßig. Dann haben wir Sugared Donut. Oh, das sieht auch lecker aus. Ich habe noch nicht gefrühstückt. Uff. Komm raus, du Sau. Ah, okay. Hier oben hatte ich leichten Touch von Maggi. Hier unten sehr, sehr süß. Da ist auch nichts mehr von Maggi. Ich habe da jetzt aber auch keine frittierte Teignote. Nichts Buttriges, nichts. Nee. Muss ich sagen, gibt es schönere Donut-Düfte. Muss man mal schauen, wie der sich macht, wenn er warm ist. Aber, ja, ne? Dann, Waffles and Ice Cream. Das sieht auch lecker aus. Ja. Oh. Ja. Ich bin ja momentan absolut auf Bath & Body Works Pecan Waffle Trip. Ja, ich glaube, ich habe noch 3 Gläser, habe ich unten. Ja, und hier hat man einfach diesen warmen Waffelteig. Oder schon diese fertig gebackene, warme Waffel aus dem Waffeleisen raus. Schlagsahne obendrauf, vielleicht noch so ein bisschen Puderzucker. Also alleine vom Anschauen, ja, wächst die Hüfte und man müsste eventuell den Gürtel aufmachen, weil so süß, aber so lecker und teigig und vanillig. Das ist meins. Oh, ganz, ganz, ganz toll. Also hier auf dem Bild ist jetzt noch eine Blueberry, oder es sind noch Blueberries und Himbeeren. Also ich rieche da überhaupt nichts Fruchtiges. Ja, man riecht da nur den Waffelteig und Schlagsahne. Einfach noch so extra Vanille obendrauf. Oh, den finde ich schön. Da freue ich mich. Vanilla Pumpkin Waffle. Ja, also das ist ein Duft, der geht sehr, sehr stark hier Bath & Body Works Richtung Pumpkin Pecan Waffles. Ohne den Pumpkin. Ja, aber man hat hier einfach diese nussige Teignote. Ja. Ja. Oh mein Gott. Wobei hier habe ich jetzt eine leichte Wachsnote. Also ich rieche jetzt auch keinen Pumpkin, muss ich sagen. Nee, es riecht einfach sehr nussig, teigig. Süß durch die Vanille, ne? Hier habe ich eine leichte Wachsnote. Bin ich mal gespannt. Aber alleine das Bild. Das ist ein Duft, den kenne ich, den hatte ich. Fand ich damals richtig gut. Kann ich mich jetzt auch gar nicht dran erinnern, ob das einer der Düfte war.
bei dem ich dann auch die Wachsnote warm gerochen habe. Ja, also das war ja mein Problem. Wenn man den Zinken in ein Clamshell reinhält, dann ist es ja kaltes Wachs. Und wenn ich da eine Wachsnote wahrnehme, ist es für mich auch nicht schlimm. Wenn das Ganze vergeht, wenn es dann warm ist. Wisst ihr? Ja? Also, es kommt ja auch auf das Wachs an. Und ist es Sojawachs? Ist es, ne? Gibt ja so viele verschiedene Variationen heutzutage. Und es ist mir jetzt schon ein paar Mal passiert, auch bei Sensi, dass es dann so ein, zwei Düfte gab, wo ich das Gefühl hatte, oh, da rieche ich aber Wachs. Aber wie ich es dann warm gedüftelt habe, war diese Wachsnote weg und es kamen dann einfach die Düfte heraus. Also, Vanilla Pumpkin Waffle. So. Oh, Brown Sugar Churros. Hatte ich den schon mal? Ich meine, den hatte ich schon mal. Zimtig, sehr süß. Und für alle die sich jetzt fragen, riecht der wie Churro Churro von Sensi? Nein. Der ist süßer und zimtiger. Der von Sensi, der ist mehr frittierter Teig. Der ist aber auch schön. Und keine Maggi-Note. Also das ist bei mir sehr, sehr oft, wenn ich Brown Sugar rieche, dass das für mich so ein bisschen in die Maggi-Note geht. Aber habe ich hier überhaupt nicht. Sehr, sehr schöner Duft. Aber anders wie von Sensi. Ich kann euch keinen Churro Churro von Sensi mehr zeigen, da ja ganz viele von euch in den letzten Wochen bei mir Sensi Bars bestellt haben und ja, ihr habt mich leer gekauft, Jetsalines. Ich habe kein Churro Churro mehr. Ich muss auf meinen nächsten Sensi Club muss ich warten, da ist dann wieder einer, wenn nicht sogar zwei drin. Aber von den ganzen, die ich hier hatte, sind mittlerweile alle weg. So, dann Dutch Stroop Waffle. Ich meine, den hatte ich auch schon. Schatzi kennt mich halt, er weiß, ich mag diese ganzen gebäckigen, kuchigen, keksigen Düfte. Oh ja, oh ja. Sehr buttrig. Da ist ein Touch Schokolade mit dabei. Dunkle Schokolade, nicht weiß. Sehr, sehr buttrig. Sehr cremig. Und für das, dass es ja eine Stroop Waffle ist, also eine Waffel, fehlt mir da so ein bisschen die Teignote. Vielleicht kommt die durch, wenn man den dann düftelt. Aber ich finde, die Schokonote kommt da stark durch. Und die zerlassene Butter wahrscheinlich. Ja. Von Sensi hat es ja auch mal einen Stroop Waffle Delight gegeben. Hatte ich auch einige hier, habe ich auch keine mehr. Sind auch alle weg. Also ihr habt mir eigentlich so die ganzen Bakery-Düfte habt ihr mir abgenommen, weil es die von Sensi bei euch in Deutschland halt nicht so gibt. Ne? Aber der hat jetzt mit dem von Sensi gar nichts zu tun, weil der von Sensi, der ist sehr buttrig. Da ist keine Schokolade mit dabei. Sehr teigig. Ich bin jetzt nicht so der Schokodüftler. Ja, muss ich mal schauen, wie der sich macht, wenn er dann warm ist. Dann haben wir hier Blooming Harvest. Schöne Wachsfarbe. Der ist schön. Was ist das denn? Ist da Rose mit drin? Also sehr, sehr floral in eine parfümig gehende Richtung. Und ein bisschen was von nassem Laub.
Oh, der ist schön. Der gefällt mir. Der ist anders. Aber anders gut. Blooming Harvest. Okay. Dann Rustic Leaves. Hatten wir nicht vorhin schon mal was mit Leaves? Ja, wobei, ne, also muss man ja auch sagen, jetzt in der Herbstzeit irgendwie, die heißen ja alle gleich. Dann hat man Leaves, dann hat man Rustic Leaves, dann wird dann einfach nochmal ein bisschen mehr Holz mit dazu geknallt. Ja. Uff. Sehr hölzern, ja. Sehr hölzern in Kombination mit Laub, frischer Luft. Der erinnert mich jetzt wirklich. Wartet mal, habe ich den hier? Oh. Autumn Road Trip von Sensi. Ja, die sind sich sehr ähnlich. Wobei der Autumn Road Trip, der ist, glaube ich, noch mal ein bisschen hölzerner und frischer. Rustic Leaves. Die sind sich schon sehr ähnlich. Ja, gefällt mir. Ich mag solche Düfte. Gerade dann in Kombination noch mit Apfel, ja, also ich habe dann in einem Warmer habe ich dann Rustic Leaves und in einem anderen Warmer habe ich dann Apfel oder, also ich mische da auch sehr, sehr gerne. So, Apple Cider Ice Cream, okay, also ich mag Apfel Cider Düfte, aber jetzt mit Ice Cream, das habe ich jetzt auch noch nicht gesehen. Riecht nach Erdbeere. Okay. Also ich hätte da jetzt was ganz anderes erwartet. Sehr zimtig, apfelig, mit einem leichten Vanille-Touch, ja, weil da ja draufsteht Ice Cream. Aber der hat für mich was von Erdbeere. Himbeere. Sehr fruchtig, nichts Cremiges, nichts super Süßes. Sorry, bei mir ging die Lüftung jetzt an. Kann man mal machen. Ist jetzt, glaube ich, nichts, was mich aus den Socken haut, ja? Ich hätte da jetzt einfach was ganz anderes erwartet, weil mit Apple Cider, da hat man dann oft so Nutmeg, Cinnamon. Das habe ich hier gar nicht. Ja, vielleicht mische ich den auch mit irgendwas Pumpkin-mäßiges oder so. Muss ich mal schauen. Warm Donut Sugar. Okay. Hatten wir nicht schon einen Donut-Duft? Sugared Donut haben wir hier. Genau. Und das ist jetzt Warm Donut Sugar. Also das sind, die Bilder sind sich da auch sehr, sehr ähnlich. Rieche ich jetzt nichts. Müssen wir rausholen. Also für die, die sich fragen, wieso riechst du unten, weil sich die Öle absetzen, ja, und wenn ihr oben nichts riecht oder der Duft oben anders ist wie unten, das liegt einfach daran, dass sich die Öle absetzen. Komm raus, du! Oh, okay. Ja, also das riecht jetzt wirklich wie ein frittierter Donut mit Zimt und Zucker eventuell oder Puderzucker und Zimt. Also der hat eine leichte Zimtnote, aber nicht slam you in your face.
ich bin kein großer Zimtfreund. Zimt muss bei mir richtig dosiert sein und für mich muss das auch diese Bakery-Zimtnote haben und nicht dieses super scharfe Zimt. Ich hoffe, ihr versteht, was ich sagen möchte. Ich mag Zimt sehr, sehr gerne, aber es muss richtig sein, also guter Zimt. Der ist schön. Warm Donut Sugar. Ja, doch, also da habe ich auch, wie gesagt, diese warme frittierte Note. Ich mag das. Ich weiß, es gibt viele, die mögen diese frittierten Düfte. Mögen die nicht. Aber ich mag das. Und das hier ist jetzt auch so einer. Hier oben rieche ich kaum was. Da haben sich einfach die Öle abgesetzt. Kann es sein, dass Schatzi mir jeden Donut Duft bestellt hat? Was haben wir denn hier? Vanilla Pumpkin Waffle, den hatten wir, glaube ich, schon. Ja, natürlich. Ja, den hatten wir schon. Muss ich ja nicht nochmal riechen. Dann, was haben wir hier? Wildest Dreams. Okay, also wenn wir da jetzt mal vom Bild ausgehen, da haben wir halt Wald und Bäume und Laub. Ein graues Wachs. Ich mag graues Wachs. Oh. Oh. Der hat was leicht Pfeffriges. Bisschen maskulin. Mit einer leicht hölzrigen. Mit einer leicht hölzrigen Kaschmirnote. Also das ist ein Kaschmirduft, der aber in die maskuline Richtung geht. Der ist interessant. Der gefällt mir. Ist jetzt nicht super intensiv, aber ich glaube, im Schlafzimmer macht der sich echt gut, wenn er performt. Oh, der ist schön. Der gefällt mir sehr gut. Hätte ich jetzt aber auch was ganz, ganz anderes erwartet vom Bild her, Wildest Dreams. Ich habe gedacht, ich kriege da jetzt irgendwie so eine Birke ins Gesicht gebollert, ja. Oder, ja, aber nee, es ist ein leicht. Er ist so ein bisschen scharf in der Nase, aber nicht unangenehm. Der gefällt mir. Apple Cheesecake Cupcake. Okay. Da bin ich jetzt gespannt wie eine Luzi. Grünes Wachs. Das erste, was mir entgegenkommt, ist Cupcake. Also man hat so eine Vanilla Buttercream, ja, das Frosting obendrauf. Apfel rieche ich noch nicht. Ja, hier unten. Ganz leicht kommt ein grüner Apfel raus. Heller Teig. Erinnert mich so ein bisschen an den Angel Food Cake von der Kuchennote. Aber anstatt Birne habt ihr hier einen grünen Apfel. Und dann nochmal das Frosting obendrauf. Also das, was ihr hier auf dem Bild seht, das bekommt ihr auch. Zuckrig, süß, teigig, vanillig, leicht fruchtig. Aber durch das, dass es ein grüner Apfel ist, hat er auch so eine leichte Säure mit dabei. Oh, der ist schön. Der ist schön. Ist anders.
So ein Airport-Cheesecake habe ich jetzt auch noch nicht gerochen. Normalerweise hat man ja Blueberry-Cheesecake oder einfach nur Cheesecake, aber die Apfelnote hier macht es sehr, sehr interessant und anders. In einer guten Art und Weise. Da bin ich sehr gespannt. Oh, da freue ich mich drauf. Da läuft mir richtig so ein bisschen das Wasser im Mund zusammen. Muss ich mal hier ein Schlückchen Kaffee trinken? Ach Gott, wir sind bei 50 Minuten. Ich glaube, wir haben nicht mal die Hälfte. Und die Herbstdeko wollte ich euch ja auch zeigen. Naja, dann kann sich schon mal keiner beschweren. Es ist ein kurzes Video. Oh, Cozy Home. Was ist das denn? Oh, der ist schön. Kuschelig, warm, leicht rauchig. Uiu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 i. Cozy Home. Oh, Leute, wenn ihr bei Goose Creek bestellt und wollt mal was so was ganz anderes, guckt euch den mal an. Den finde ich kalt grandios. Der hat wirklich was Rauchiges, Süßes, aber jetzt nicht so wie Marshmallow Fireside süß, sondern ich weiß nicht, was sie da rein haben. Ist da vielleicht auch Tobacco mit dabei? Oh, der ist, oh, super schöne Wachsfarbe. Oh, ich glaube, den mache ich ins Schlafzimmer. Das ist so ein richtig toller Kuschelduft. Oh. Gibt's den als Glas? Ja, weil ich auch Gläser brauche. Ich bin ja hier am Aufbrauchen ohne Ende, weil bei uns steht ja nächstes Jahr auch ein Umzug an. Und da bin ich jetzt gerade dabei, meine ganzen Hauswarmer alle in meinen Candlewarmer reinzubollern für 5, 6, 7 Tage, dass ich hier auch mal ein bisschen meine Gläser aufbrauche. Ja? Von daher, ich brauche keine neuen Gläser. Aber das hier, Cozy Home, das ist eine Hausnummer, Leute. Warm and Welcome, da haben wir auch nochmal so einen Labelkauf, ja, also jetzt nicht von mir, mit Katze. Den kenne ich, den hatte ich schon, das ist auch ein schöner, ja, das ist ein schöner Kuschel-Kaschmir-Duft. Süßer wie der Cozy Home und der ist auch parfümiger in eine feminine Richtung. Also das wäre jetzt auch ein Parfum, was ich sehr, sehr gerne tragen würde. Der ist auch schön, ja. Hat auch eine leichte Frische. Der gefällt mir auch sehr gut. Aber der kommt. Leute, sorry, da muss ich nochmal dran riechen. Also das ist ja was ganz anderes hier. Was ist es? Ist es? Oh, bist du schön. Wildberry and Waffles. Was hatten wir denn vorhin mit Waffles? Waffles and Ice Cream. So, also, jetzt haben wir Beeren und Waffles. Oh ja. Sehr fruchtig. Das erste, was einem ins Gesicht schlägt, ist wahrscheinlich Blaubeere und Himbeere. Oh, und hier unten kommt eine schöne Waffelnote durch. Tolle Kombi für alle, die nicht nur fruchtig und nicht nur Waffel, wenn ihr das zusammen haben möchtet, ist das eine tolle Kombination. Und hier unten kann ich jetzt auch gar nicht mehr sagen, ist es eine Blaubeere, ist es eine Himbeere,
Ist es vielleicht sogar eine Erdbeere? Was sieht man denn da? Ja, Blaubeeren, Himbeeren und Erdbeeren im Hintergrund, glaube ich. Guck mal. Der ist schön. Ja, der ist schön. Und auch nicht zu süß. Also für alle, die sagen, oh, das ist mir aber meistens zu süß und mir wächst der Karies im Mund. Nee, der ist sehr, sehr cremig. Also da ist wahrscheinlich auch sehr viel Vanille mit drin. In Kombination mit der Frucht, sehr, sehr lecker. Menschenskinder, Schatzi, da hast du aber tolle Düfte ausgesucht. Cold Autumn Leaves. Haben wir nochmal einen Leaves-Duft. Oh. Der erinnert mich ein bisschen an den Blooming Harvest, den wir vorhin hatten. Ja, also sehr floral. Der ist ein bisschen laubiger. Aber auch von der Wachsfarbe her ist das, glaube ich, eins. Das sind wahrscheinlich Cousins, ne? Also die tun sich nicht viel. Ist aber auch sehr schön. Wobei der ist, glaube ich, auf der leichteren Seite. Also der ist jetzt nichts, was euch wegschießt. Aber das ist wahrscheinlich ein toller Hintergrundduft. Ja, doch. Kann man auch machen. Cold Autumn Leaves. Wobei, also ich habe da jetzt nicht irgendwie so ein super frisches, kaltes Gefühl, wenn ich den rieche. Nee, der ist für mich eigentlich sehr floral. Ist gut. Apple Gathering. Ich liebe Apfeldüfte und hier scheinen wir einen grünen Apfel zu haben. Oh. Ah ja, okay, hier unten kommt's durch. Ja, ist aber kein reiner Apfel, sondern da sind Gewürze mit drin. Und auch irgendwas Rauchiges. Der erinnert mich an Harvest Gathering von Bath & Body Works. Den habe ich unten auf meinem Warmer stehen. So riecht der. Also der Apfel ist das Erste, was euch entgegenkommt, aber gleich danach Gewürze und auch wieder so ein bisschen Laub mit am Start. Der ist aber auch sehr, sehr schön. Also hier unten riecht er besser wie hier oben. Hier oben hatte er sowas Muffiges. Gefällt mir. Ich mag Apfeldüfte, egal ob grüner Apfel, roter Apfel. Zum Essen mag ich eher grüne Äpfel. Also ich mag nicht, wenn die so matschig sind. Wisst ihr, wie ich meine? Ein Apfel, wenn ich den esse, der muss knallhart sein. Sonst mag ich die nicht. Sunlit Shores. Okay, da haben wir jetzt was ganz anderes. Da sind wir jetzt von Herbst und Winter sind wir da jetzt mal weg. Da haben wir Wasser und Berge außenrum. Blaue Wachsfarbe. Wird wahrscheinlich was Aquatisches sein. Ja, ist es auch. Mit Kokosnuss. Ich glaube, dass da Kokosnuss mit drin ist. Oh, komm raus. Der will nicht raus. Komm. Oh ja, sehr aquatisch. Kokosnuss. Da könnte auch Sea Salt mit dabei sein. Leicht pudrig. Sehr leicht vom Duft her.
Ich denke, das ist ein sehr, sehr schöner Badezimmerduft. Aquatisch, natürlich. Also, wenn man so Wasserbilder sieht, das sind immer sehr aquatische, wässrige Düfte. Ja, hat was von Körperpflege. Da gibt es Cremes von Bath & Body Works, die riechen so. Kokosnuss, vielleicht auch ein bisschen Sandelholz. Ja, also man hat eine leichte, holzige Note, aber ein helles Holz. Leicht pudrig, cremig. Ist ein sehr, sehr schöner Duft. Jetzt zu der Jahreszeit würde ich ihn, wie gesagt, bei mir ins Badezimmer machen, weil ich da einfach sehr gerne sehr frische Düfte mag. Im Sommer, Frühlingssommer, ist es aber auch definitiv ein Duft, den man überall düfteln kann, ja, weil der so, wie gesagt, so eine aquatische Frische mit sich bringt. So, dann Sprinkled Sugar Cookies. Da sind wir wieder beim Teigigen. Ja, ist halt ein Keksduft, ne? Buttrig, zuckrig, süß, klebrig. Das ist wahrscheinlich für mich ein Blendeduft, weil da kenne ich schönere Keksdüfte. Aber wenn ihr jetzt einen Duft habt, der euch nicht vanillig genug ist, nicht süß genug, nicht teigig, da kann man eigentlich immer ein Sugar Cookie mit dazu knallen und blendet sich die Düfte dann selbst zurecht. Ist schön, ja, aber ist jetzt auch nichts Außergewöhnliches. Ist halt ein Zuckerkeks, ne? Ja, nicht mehr und nicht weniger. Seid dann noch da, Chatelines? Das ist ein Duft, den kenne ich. Da weiß ich auch, Schatzi mag den sehr, sehr gerne. Und zwar ist das Bright Bubble Bath. Hat für mich mit einem Bad, was man jetzt nimmt, so gar nichts zu tun, weil es ein sehr, sehr aquatischer, parfümiger Duft ist. Sehr, ja, fruchtig auch. Ja, also das ist für mich ein ganz, ganz toller Frühlingsduft. Oh, ich liebe den Duft. Ich finde den so, so grandios. Ich hatte da auch mal das Glas von, war von dem Glas aber sehr, sehr enttäuscht, weil im Wax Melt ist es eine starke Duftabgabe, aber im Glas habe ich kaum was wahrgenommen. Aber ich finde den so schön, dieses frische, fruchtige, leicht wässrige. Ich finde den grandios. Hat aber, wie gesagt, für mich mit Bubble Bath gar nichts zu tun. Nee. Im Badezimmer, ganz, ganz toller Duft. Mag ich sehr, sehr gerne. So, dann Pink Apple Sunset. Oh, das ist ein sehr, sehr schönes Label. Den kenne ich auch gar nicht. Oh, okay. Ich glaube, das ist so ein parfümiger Duft. Wartet mal. Komm raus. Oh. Sehr süß. Sehr apfelig. Und dann hat er aber wie so eine. Was ist das? Grapefruit? Also da ist was, was Saures im Hintergrund. Geht so ein bisschen in die Pink Sands Richtung. Für alle die, die Pink Sand kennen, der hat ja auch so was Süßes. Das ist Pink Sands mit mehr Apfel. Doch. Ist
fruchtiger, ist süßer, aber geht schon sehr, sehr, sehr in die Pink Sands Richtung. Ich mag den. Ich weiß, viele haben sich am Pink Sands überrochen. Gefällt mir. Was haben wir hier? Pink Apple Sunset. Ja gut, also von dem Sonnenuntergang hat das jetzt für mich nichts. Dafür ist der mir zu fruchtig. Wenn es ein Sonnenaufgang gewesen wäre, hätte ich gesagt, ja, durch diese Tartness, die da mit dabei ist, ja. Das hat sowas Erfrischendes. Aber Sonnenuntergang, nee. Aber schöner Duft. So, dann White Pine Lake. Ich liebe Piniendüfte. Oh ja, oh ja, oh ja, oh ja. Das ist meins. Also manche, die stecken da ja drin. Oh, das ist ja... Komm raus, du! Oh ja, oh! Pinie knallt euch voll ins Gesicht. Und dann, wie heißt das Ding? White Pine Lake, also weiße Pinie. Na, mir ist das egal, ob rot, grün, weiß, Pinie. Ich liebe Piniendüfte. Dieses nadelige und hölzernde. Oh, Pinie. Oh. Das ist für mich wie Balsam und Fir und toller Dezemberduft. Warum das aber heißt White Pine Lake, ja, also noch mit Wasser dabei, weiß ich nicht, weil ich rieche da jetzt nichts groß Aquatisches, Wässriges, Blaues. Das ist ein Pinienduft. Ein wunderschöner Pinienduft. Gefällt mir. Autumn Sunset. Was hatten wir denn eben mit Sunset? Pink Apple Sunset. Okay, da haben wir jetzt auch ein blaues Wachs. Bei Sunset, da denke ich mir halt an so Sachen wie Bernstein und Patchouli und eher so schwerere Düfte, wisst ihr? Sowas. Ja, wartet mal, ich hole ihn mal raus. Ja, das ist für mich eher Sonnenuntergang. Wobei der... Also ich meine, da ist Patchouli mit drin. Das ist auf jeden Fall... Der hat fast was Orientalisches, sehr Dunkles. Und das macht bei mir oft Moschus, Patchouli. Da ist irgendwas drin. Stört mich das oder nicht? Der riecht fast ein bisschen wie Alien von Terry Mugler. Also geht für mich in diese Richtung, ja? Ich mag Terry Mugler Düfte sehr, sehr gerne. Aber Alien ist ein Duft, der funktioniert bei mir nicht. In Kombination mit meiner Body Chemistry, das riecht nach Erbrochenem. Und dieses Wax Melt hat für mich etwas von, jetzt nicht Erbrochenem, aber das, was ich rieche, wenn ich an einem Flakon rieche von Terry Mugler. Also auch der Duft aus der Flasche, da ist etwas, das stört mich. Ist da auch noch irgendwie Spearmint oder irgendwas Minziges mit dabei? Sehr, sehr, sehr interessant. Da weiß ich aber noch nicht, ob ich den mag oder nicht. Das muss ich ausprobieren. Autumn Sunset. Caramel Apple Lane. Das könnte gefährlich sein, weil Karamell geht oft in die Maggi-Richtung. Und das Bild, das throat mich jetzt auch so ein bisschen weg, weil, also Caramel Apple Lane.
Und dann hat man hier aber Bäume und so ein Waldweg mit ganz viel Laub. Hängt da der Karamell am Baum, oder? Oh. Leute, der ist geil. Also das ist ja mal der Wahnsinn. Ich rieche Apfel, ich rieche Karamell, aber ein sehr schönes Karamell. Nicht dieses Ui-Gui in die Maggi-Richtung Karamell, sondern wirklich im Hintergrund, was einfach so eine Süße mit sich bringt. Und dann rieche ich Wald. Also das ist auch ein Duft, das habe ich so noch nicht gerochen. Apfel ja, Karamell ja, Wald ja. Aber das alles zusammen und dass das so schön miteinander harmoniert. Das ist ja der Wahnsinn. Und das haben die auch richtig gut gemacht, weil die haben da, glaube ich, grüne Äpfel genommen. Das sind nämlich saure Äpfel. Und durch das Karamell kommt eine Süße und dadurch balanciert sich das richtig schön aus. Und dann habt ihr Wald, Laub. Boah, geil! Caramel Apple Lane. Also da hätte ich jetzt was ganz, ganz anderes erwartet. Der ist fantastisch. Für alle die sagen, ich mag kein Caramel oder alles, was so in diese Maggi-Richtung geht, guckt euch den mal an. Ich glaube, der gefällt euch. Also ich finde den kalt, finde ich den grandios. Wenn der warm, auch alle drei Komponenten freigibt, ja, habt ihr den perfekten Herbstduft. Apfel, süß, leicht sauer, mit einer leichten Frische und was Holzigem. Also geiler geht ja gar nicht. Hallo? Caramel Apple Lane. Fantastisch. So, und dann haben wir noch First Autumn Frost. Okay. Jesus Christ. Close door. Ja, der geht so ein bisschen in die... Wartet mal. Habe ich den hier? Ja, der geht so in diese Very Snowy Spruce Richtung. Man hat was Fruchtiges, man hat was Grünes, Waldiges. Ja, die sind sich schon sehr ähnlich, muss ich sagen. Ich liebe Very Snowy Spruce von Scentsy. Das hat für mich nämlich auch was von Balsam. Ja, da ist auch wieder so eine Balsam Fir Note mit dabei. Ja, sehr, sehr schön. Der hier ist, glaube ich, noch ein bisschen fruchtiger. Irgendeine rote Beere ist da wahrscheinlich mit drin. Cranberry oder vielleicht sogar Brombeere. Aber der ist schön. Jetzt muss ich mal hier drin riechen. Ha, nee, der ist anders. Just for you. Nee, der ist anders.
Also, Very Snowy Spruce und... Wie hieß du? First Autumn Frost. Ja. Gefällt mir. Gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Da finde ich das Wachs auch schön. Das ist so ein Emerald Green. Ja. So, meine Lieben, das war's. Ich weiß gar nicht, wie viele sind denn das? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 Waxmelts. Ach du Schande. Ich habe keine Ahnung, wo ich die hinmache. Da muss ich nachher erstmal einen Platz für finden. Aber ich freue mich. Also das sind echt ein paar richtige Knaller mit dabei. Dieser Apple Caramel Lane. Da muss ich... Also der ist fantastisch. Dann der Cozy Home. Also umso öfter ich den rieche, umso schöner wird der. Das ist was anderes. Nee, also da sind echt ein paar Knaller mit dabei. Ich freue mich wahnsinnig. Da hat sich Schatzi richtig Mühe gegeben und hat sich da ganz tolle Düfte ausgesucht für mich. So. Gut, meine Lieben, 1 Stunde und 16 Minuten. Dann machen wir hier jetzt einen Cut. Für euch geht es ja gleich weiter. Ich räume das jetzt schnell weg. Einfach, dass ich es aus den Füßen habe, weil so wie ich mich kenne, ich renne drüber, fall drüber, wie auch immer. Und für euch geht es dann jetzt gleich mit der, wer stört? Herbstdeko weiter. Ja? Ist nichts Aufregendes, ist nichts Großes, aber ihr wolltet sehen, also zeige ich euch das. Und dann verabschiede ich mich an dieser Stelle bei euch, also hier so face to face, ne? Drehe jetzt dann die Runde unten ab und dann hoffe ich, dass euch das Video gefallen hat und dass wir uns dann im nächsten Video wiedersehen. Und schreibt mir doch mal unten in die Kommentare, das würde mich interessieren, habt ihr dieses Jahr von Goose Creek bestellt und was ist euer Lieblingsduft? Also, ich habe bei 1, 2 eventuell eine Wachsnote wahrgenommen, ansonsten nicht. Könnte also wirklich sein, dass ich bei Goose Creek nochmal bestelle. Addiction, I know. So, also viel Spaß bei der Herbstdeko. So, also hier fangen wir mal mit der Herbstdeko an. Das ist jetzt die Haustüre. Da habe ich einfach so einen schönen Herbstkranz aufgehängt. Habe ich wahrscheinlich von Walmart, wie alles. Wieder schön mit Kürbissen, hatte ich euch ja vorhin erzählt. Ich mag das einfach mit Blättern und so Pinecones und Kürbisse und einfach diese Farbvariation mit dem Orange und mit dem Rot. Bisschen Glitzer. Streu auf dein Leben Glitzer und es wird schöner. Das ist so mein Motto. Also das ist jetzt mal der Kranz und die Haustüre. Ja, Sensi, Fußmatte natürlich. Das sind jetzt die Kürbisse, die ich oder die wir am Wochenende ausgesucht haben. Ich mag halt gerne so weiße Pumpkins. Lauren, die hat sich die orangenen Kürbisse ausgesucht. Ne? Wie gesagt, da haben wir Gesichter reingeschnitten. Das sind auch Lichter drin. Das ist jetzt so die Herbstdeko, die wir draußen haben. Ist nicht viel, aber es reicht. Dann gehen wir jetzt mal rein. Da kommt uns schon der Hund entgegen. Mit dir laufe ich auch gleich. Ja, dann geht es hier los. Wir stehen im Hausflur, wenn man das hier so nennen kann. Diesen Kürbis habe ich, glaube ich, vor 2 Jahren bei Michaels oder so gekauft. Also das ist Glas. Und das ist so eine Rose Gold Optik. Optik? Ja, ist einfach in Rose Gold gehalten. Den habe ich für euch jetzt mal angemacht. Da unten ist dann so ein Lichtschalter dran. Kann man ganz normal mit Batterie kann man den beleuchten.
Und wenn er aus ist, da kommt dann die Rose Gold Farbe noch mal ein bisschen besser durch. Ja, also gefällt mir sehr, sehr, sehr gut. Dann geht es hier weiter auf dem Tisch mit dem Blumenstrauß. Das sind natürlich alles Kunstblumen, weil Simba, ja, der frisst mir einfach Blumen ständig weg und dann kotzt er überall. Also das braucht ja auch niemand. Das sind alles so kleine Sträußchen, die man sich bei Dollar Tree selber kaufen kann. Und ja, den Strauß von den letzten 2 Jahren, den habe ich jetzt mal entsorgt. Der sah jetzt nicht mehr schön aus. Habe mir jetzt also ein paar neue Sträußchen gekauft und habe das alles so zusammengesetzt, dass es halt einigermaßen schön aussieht. Muss auch sagen, bin sehr zufrieden. Ist auch so ein bisschen Glitzer mit drin, ne? Wieder die Kürbisse, dann so ein paar Cranberries, die aussehen, als ob sie Eis dran haben. Nee, muss ich sagen, gefällt mir eigentlich sehr, sehr gut. Ich war noch am Überlegen, ob ich irgendwie eine kleine Lichterkette oder was mit reinmache, aber das ist genug. Dann geht es hier weiter. Ja, da habe ich einen Scentsy Warmer. Der war in der Herbstkollektion, der ist mittlerweile ausverkauft. Das war der Enchanted Pumpkin Warmer. Ich wollte einfach einen Warmer haben, der so ein bisschen nach Kürbis aussieht. Das ist auch ein Mirrored Glass. Also wenn man den ausmacht, dann hat der so einen leicht Rose Gold silbernen Touch. Sehr, sehr, sehr schön. Da habe ich dann einfach so ein bisschen wieder Pinecones und Kürbisse. Auch das ist ein Teil, das habe ich, ich glaube, bei Walmart gekauft. Und das habe ich da einfach vorne dran gesetzt, dass es dann nochmal ein bisschen herbstlicher und ein bisschen voller aussieht. Weil ohne das, nur mit dem Warmer, hat es ein bisschen leer ausgesehen. Da hat mir das nicht ganz so gut gefallen. Und was mir bei dem Warmer auch gefällt, ist einfach das Licht, ja, was er hier hinten abgibt. Ja, also gerade wenn es dann dunkel ist, das sieht sehr, sehr schön aus, bereitet eine schöne Atmosphäre. Das war aber ein Warmer, den ich durch Credit gekauft habe. Der hat, glaube ich, $55 gekostet. Für $55 hätte ich mir den niemals gekauft. Das ist nämlich nur ein 20 Watt Warmer und Glas. Und da muss ich bei den Scentsy Warmern sagen, da hat man, was den Throw angeht, überhaupt keine Leistung. Ja? Also hätte ich da nicht irgendwelche Credit Points gehabt, hätte ich mir den Warmer auch nicht geholt. Außer jetzt vom Aussehen her. Ja? Also ich finde ihn wunderschön. Das hier kann man auch abmachen. Dann sieht es so aus. Und mit dem Deckelchen bekommt man halt einfach diese Kürbisform. Ne? Ja, so, dann geht es weiter hier oben. Da habe ich so ein paar Kunstkürbisse aufgestellt, also in allen Farben und Variationen. Wie gesagt, ich mag die weißen Kürbisse sehr, sehr gerne. Dann aber auch noch Orange mit ein bisschen Glitzer. Dann hier was ganz anderes. Also so sieht ja kein Pumpkin aus, aber ich mag einfach die Kombination mit dem Creme-Weiß. Für alle, die dies interessiert, das ist ein Diffuser, den habe ich von Scentsy. Da kann man auch die Farben ändern und den habe ich heute in Rot an. Ja, gefällt mir also auch sehr gut. Dann hier, das ist ein 2-in-1 Warmer von Candle Warmers. Ich liebe dieses Teil. Da könnt ihr wie hier jetzt eine Kerze draufstellen, dann wärmt es euch die Kerze. Oder ihr könnt eben die Schale draufsetzen und da könnt ihr euch dann die Wax Melts schmelzen. Wartet mal, ich guck mal, ob ich... Ja, hier habe ich die Schale dazu. Und das hat mir einfach farblich sehr, sehr gut gefallen, weil das so ein Copper Tone ist. Ja, also hier unten habt ihr Schwarz und dann hier oben Copper Tone. Gefällt mir sehr, sehr gut. Aber da ich jetzt diese Bath & Body Works Kerze Harvest Gathering aufbrauchen möchte, habe ich da jetzt heute die Kerze draufgestellt. Dann hier nochmal ein paar Pumpkins, ein paar Bilder von uns. So, dann geht es hier weiter. Hi, Fat Boy. Der denkt sich auch, oh Gott, nicht die schon wieder. Ja, hier oben geht es dann auch weiter mit Kürbissen, natürlich. Hier habe ich dann eine rote Lichterkette einfach so in dieses Grün mit reingesetzt.
auch wieder ein bisschen zur Atmosphäre. Hier noch ein paar Pumpkins. Und hier unten habe ich dann auch ein paar größere Kürbisse. Da habe ich mir dann so ein kleines Podest gekauft, einfach um einen Kürbis so ein bisschen höher zu setzen, dass man so eine Größen... Ja, Hund, geh du mal hier aus dem Bild. Komm her. Einfach, dass man dann hier so einen Unterschied sieht, ne? Von hoch zu ganz niedrig. Und da ist dann auch wieder alles dabei. Glitzer, Rot, Cremefarben, Orange. Und es kommt halt so in meinem Haus überall ein bisschen durch. Ne? Das sind so die Farben, die ich gerne mag im Herbst. Und dann haben wir hier drüben noch Happy Thanksgiving. Dann laufen wir durch die Küche durch. Da habe ich dann auch nochmal hier ein Schild an der Türe. Pumpkin Spice, Everything Nice. Auch da. Glitzer. Das sind so Sachen, das hole ich mir immer bei Dollar Tree. Also Dollar Tree hat da wirklich ganz, ganz tolle Deko. Dann hier am Kühlschrank habe ich so ein paar Magnete hingehängt. Da spielt Lauren immer sehr, sehr gerne mit. Dann habe ich hier am Ofen ein Handtuch hängen. Das sind einfach Kastanien und Blätter und wahrscheinlich Cranberries sollen das sein. Einfach um da so einen kleinen Farbtouch hinzubringen. Normalerweise Frühling, Sommer habe ich da ein schwarzes Handtuch hängen. Und dann in der Herbstzeit habe ich dann dieses Handtuch und in der Winterzeit habe ich dann meistens ein Handtuch mit einem Schneemann und einem Nikolaus. Also irgendwie passt es bei mir dann immer farblich zusammen. Dann habe ich hier auf meinem Podest habe ich auch nochmal zwei Pumpkins. Machen wir mal das Licht an. Das ist ein Porzellan-Kürbis, deswegen habe ich den da hingestellt, weil da Lauren nicht hinkommt. Ja. Das ist ein Warmer von Candle Warmers. Ich liebe diesen Warmer, einfach weil der Power hat ohne Ende. Genau wie der da drüben. Da kommen wir gleich hin. Dann habe ich hier noch eine Kerze und einen Kerzenhalter. Ich finde diesen Kerzenhalter so schön mit diesen Blättern und mit diesem marmorierten, also das gefällt mir richtig, richtig gut. Eine Kerze von Bath & Body Works ist es. Ich meine, es ist Apple Pumpkin. Ja, mit Sicherheit sogar. Ja, und dann geht es hier drüben schon weiter. So, Pumpkins, ein paar Sonnenblumen, Pumpkins und ein paar Teelichter in der Optik von Blättern. Das ist mein neues Schätzchen hier. Habe ich mir bei Candle Warmers bestellt. Das ist, ich meine, der heißt Harmony. Der ist so wunderschön. Gibt einen ganz, ganz tollen Glow-Up und heizt ohne Ende. Also diese Candle Warmers, das sind ja die mit den Lichtern. Ja, mit diesen LED-Lichtern. Nein, das hier ist nichts Bezahltes. Ich habe das nicht zugeschickt bekommen. Das habe ich mir alles selber bezahlt, selbst gekauft. Aber falls ihr noch auf der Suche seid nach einem guten Warmer, kann ich euch wirklich die von Candle Warmers empfehlen. Also ich bin da mehr als begeistert von. Viel, viel besser wie die von Scentsy. Und ja, dann habe ich hier oben noch ein paar Pumpkins und dann hier meinen Candle Warmer für meine Kerzen. Da wollte ich mir jetzt noch einen holen mit dem Kupfer. Einfach, weil ich finde, dass es farblich besser zueinander passt. Habe ich jetzt noch keine Zeit für gehabt, aber werde ich wahrscheinlich in den nächsten Tagen noch machen. Ich habe ja diesen Hurricane auch in Schwarz, der eigentlich, Moment, da hinten steht, ja, mit dem Enchanted Pumpkin Warmer, aber den Hurricane habe ich jetzt weg. Aber hier hätte ich einfach gerne einen in so einer Kupferoptik. So, für alle die jetzt fragen, können wir deine Kerzensammlung sehen? Also ganz so viel ist es nicht mehr. Es ist natürlich bei weitem mehr wie das, was andere zu Hause haben, aber es ist einfach mein Hobby.
Hier war die Kerze drin, die jetzt bei mir im Candle Warmer ist, in der Küche. Kann ich euch auch nochmal zeigen. Gehen wir nochmal in die Küche. Das ist also ein Candle Warmer. Ja, da könnt ihr so einen kompletten Hauswarmer reinstellen und dann wird die komplette, also das komplette Glas wird erwärmt und somit bekommt ihr dann einfach einen guten Throw, was den Duft angeht. Ja, und das ist meine Herbstdeko, meine Lieben. Mehr ist es gar nicht, für uns reicht's. Ich find's schön, ich find's gemütlich. Solltet ihr noch irgendwelche Fragen haben, lasst es mich sehr gerne in den Kommentaren wissen. So, das ist unser Garten. Sonnenschein, 28 Grad, es läuft. Ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Spaß, meine Lieben. Wie gesagt, meldet euch in den Kommentaren, wenn ihr Fragen habt. Hast du noch was zu sagen? Nee? Okay. Dann wünsche ich euch einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend, je nachdem, wann ihr das Video seht. Bleibt mir gesund, passt auf euch auf, macht's gut und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Ciao!